Herzlich willkommen zur Montageanleitung von Schwerfittings. Alle für die Montage benötigten Werkzeuge sollten schon vor der Montage griffbereit liegen. Damit die Rohre nicht gequetscht werden, sollten diese in einer Absägevorrichtung auf die richtige Länge gebracht werden. Kontrollieren Sie die Rechtwinkligkeit des Schnitts. Entgraten Sie die Rohre innen und außen, damit die Rohrenden keine scharfen Kanten mehr aufweisen. Entfernen Sie die vorhandenen Schmutzpartikel fachgerecht. Bei einer Montage von Edelstahlrohren ist die Vormontage ausschließlich im gehärteten Vormontagestutzen vorzunehmen. Der Vormontagestutzen ist am Gewinde und an der Umformzone mit Gleitfett einzufetten, damit ein Festfressen verhindert wird. Um eine gleichmäßige Verteilung zu erlangen, sollte die Mutter einmal auf den Vormontagestutzen aufgedreht werden. Schieben Sie die Überwurfmutter und den Schneidring über das Rohrende. Achten Sie darauf, dass die Schneidkante stets in Richtung des Anschlusskegels zeigt. Stecken Sie die Einheit Rohr, Schneidring und Überwurfmutter in den Vormontagestutzen. Streichen Sie die Schulter des Schneidrings ebenfalls mit Gleitfett ein. Die Überwurfmutter handfest auf den Vormontagestutzen aufschrauben. Ein Markierungszeichen an der Mutter erleichtert die Kontrolle der notwendigen Umdrehungen. Ziehen Sie nun die Mutter mit einem Gabelschlüssel 1/1 bis 1,5 Umdrehungen an. Der Schneidring wird durch die Rotation der Mutter entlang dem Konus in das Rohr gedrückt. Lösen Sie die Überwurfmutter wieder mit dem Gabelschlüssel. Kontrollieren Sie den Aufwurf vor der Schneidkante. Dieser muss deutlich sichtbar sein und ist ein Indiz für eine gelungene Vormontage. Der montierte Schneidring darf sich radial auf dem Rohr drehen. Ein Verschieben nach vorne oder hinten ist nicht zulässig. Spannen Sie den Stutzen in den Schraubstock ein. Auf dem Gewinde und dem Konus Gleitfett aufbringen. Stecken Sie nun das vormontierte Rohr in den Verschraubungsstutzen. Nach Handanzug der Überwurfmutter diese 1/4 bis halbe Umdrehung anziehen. Die Verschraubung kann nun für ihren Einsatz verwendet werden.